Kapitel 22. David floh aus Gath in eine Höhle bei Adullam. Als seine Brüder und seine ganze Sippe davon hörten, kamen sie dort zu ihm hin. Bald scharten sich noch andere um ihn, Menschen, die bedrängt, verschuldet oder verbittert waren. Er wurde ihr Anführer. Schließlich waren es etwa 400 Mann. Von dort aus ging David nach Mizpe in Moab und bat den König der Moabiter: »Lass doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat.« So brachte er beide zum König von Moab. Solange David auf der Bergfestung war, blieben sie am Königshof. Dann sagte der Prophet Gad zu David: »Bleib nicht auf der Bergfestung, kehr ins Land Juda zurück.« Da zog David in den Wald von Heret. Saul erfuhr, dass David und seine Männer entdeckt worden waren. Er saß gerade auf der Anhöhe bei Gibea, unter der Tamariske, und hatte den Speer in der Hand. Sein Gefolge stand um ihn herum. Da sagte er zu ihnen: »Hört her, ihr Benjaminiten! Wird der Sohn Isais euch wohl Felder und Weinberge geben? Wird er euch wohl zu Hauptleuten und Obersten machen? Oder warum sonst habt ihr euch alle gegen mich verschworen? Keiner von euch hat mir gesagt, dass mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais geschlossen hat. Keinen von euch kümmert es, dass mein Sohn meinen Sklaven gegen mich aufhetzt, so dass der mich verrät und mir auflauert, wie es jetzt offenbar ist. Warum hat mir das denn keiner gesagt?« Da sagte der Edomiter Doeg, der ebenfalls beim Gefolge Sauls stand: »Ich sah den Sohn Isais, wie er zu Ahimelech ben Ahitub nach Nob kam. Der hat Jahwe für ihn befragt, hat ihm Proviant und das Schwert des Philisters Goliath gegeben.« Da ließ der König den Priester Ahimelech ben Ahitub und seine ganze Verwandtschaft holen, die Priester von Nob. Als sie vor ihm standen, sagte Saul: »Hör zu, Ben Ahitub.« »Ich höre, mein Herr«, antwortete dieser. »Warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und dieser Sohn von Isai?« fuhr Saul ihn an. »Du hast ihm Proviant und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt, so daß er mich verrät und mir auflauert, wie es jetzt offenbar ist.« Ahimelech erwiderte dem König: »Aber David ist doch der treueste Gefolgsmann, den du hast. Er ist der Schwiegersohn des Königs, der Anführer deiner Elitetruppe und wird in deinem ganzen Haus geehrt. Es war doch keineswegs das erste Mal, dass ich Gott für ihn befragt habe. Das kann der König seinem Sklaven doch nicht zur Last legen und auch nicht meiner Verwandtschaft. Dein Sklave hat von allem nicht das Geringste gewusst.« Aber der König sagte: »Du musst sterben, Ahimelech, du und deine ganze Sippschaft.« Er befahl den Wachen, die bei ihm standen: »Umstellt diese Priester Jahwes und tötet sie, denn auch sie haben sich mit David verbündet. Und sie wussten, dass er auf der Flucht war, und haben es mir nicht gemeldet.« Aber die Diener des Königs weigerten sich, die Priester Jahwes umzubringen. Da sagte der König zu Doeg: »Mach du es und schlag die Priester tot.« Der Edomiter Doeg tat es. Er fiel über die Priester her und tötete an diesem Tag 85 Männer. Sie hatten alle das leinene Ephod getragen. Außerdem ließ Saul alle Einwohner der Priesterstadt Nob
mit dem Schwert umbringen, Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, dazu auch Rinder und Esel, Schafe und Ziegen. Es entkam nur ein Sohn von Ahimelech ben Ahitub, das war Abjatar. Er floh zu David und berichtete ihm, dass Saul die Priester Jahwes umgebracht hatte. Da sagte David zu ihm: Ich hätte schon an jenem Tag wissen müssen, als ich Doeg in Nob sah, dass er es Saul verraten würde. Ich bin schuld am Tod deiner ganzen Verwandtschaft. Bleib jetzt bei mir und hab keine Angst, denn der, der es auf dich abgesehen hat, will auch mich umbringen. Bei mir bist du also am sichersten.